Während wir im Westen ja mittlerweile die Staatsoberhäupter als Bedienungen sehen der eigentlichen Machtstrukturen, nämlich der Großkonzerne wie BlackRock, Vanguard und deren Hauptaktionäre, die wir haben. Das heißt, hier haben wir noch mehr Staat drin, das heißt also quasi die Vertretung des Volkes. Das ist mir natürlich jetzt nicht so naiv, dass man denkt, ich würde das so naiv alles glauben, aber dort haben wir noch mehr Volk drin, während wir im Westen eben halt mittlerweile nur noch die Konzerne drin haben. Und das ist ein Unterschied und eventuell auch eine Chance, dass sich dadurch wieder etwas entwickeln kann. Denn wenn wir keinen wirklich Unipolarismus mehr haben, US und der Rest, sondern wir lauter kleine wieder nationalere Strukturen haben, dann geht das in Richtung einer Rückregionalisierung. Und da kennt man plötzlich wieder die Strukturen, man kennt die Systeme und kann dort wieder auch in seiner Freiheit aktiver für sich selbst werden. Und auf der anderen Seite haben wir eben halt jetzt die BRICS-Staaten, die vor allem mit dem Thema einer neuen Geldordnung beschäftigt sind. Und da gibt es natürlich Überlappungen. Und wenn man das Ganze mal koordiniert und mal versucht, in der Komplexität zu begreifen, merkt man, dass eine gigantische Übermacht mittlerweile sich schon entwickelt hat, gegen die USA sich nur noch schwer verteidigen kann. Und aus diesem Grunde glaube ich auch, dass Donald Trump sagt, Make America Great Again. Das heißt, er will sich wieder konzentriert auf seine regionale Dimension USA, um die wieder im Prinzip intakt zu bekommen. Und das ist eigentlich der Beginn dieses Multilateralen oder des Multipolarismus, den wir dann haben. Die Kampfansage läuft ja schon seit langem und wir wissen natürlich auch, dass USA und deren anhängenden Staaten, die sogenannten G7, die ja ungefähr 10% der Menschheit auf der Erde vertreten. Nochmal, nur 10% sind die G7. Wenn man zu den G7 gehört, glaubt man, das wäre die gesamte Welt. Es sind nur 10%, 90% sind die anderen. So, und diese G7 geraten natürlich in Schwierigkeiten durch die BRICS. Und ich bin ziemlich sicher, dass USA in einer dramatischen Situation sich bewegt und von einer Krisensitzung in die andere taumelt, auch wenn es medial natürlich nicht auftritt. Wir stellen ja fest, dass im Westen fast überhaupt nicht darüber gesprochen wird, über die BRICS. Das ist so ein Randthema. In Wirklichkeit ist das das entscheidende Thema aus meiner Sicht. Und ich glaube, im Hintergrund werden noch gigantische Entwicklungen und Strategien aufgebaut, um BRICS zu verhindern. Und auf die Länder des Bündnisses, also der BRICS-Staaten, da entfallen mehr als 30% der Landmasse der Erde, der bisherigen BRICS also nur, das muss man mal sagen, 45% der Weltbevölkerung werden durch die bis jetzt da seiende BRICS-Konstellation vertreten. Und es sind ja noch ganz viele, die sich schon wieder angemeldet haben und wollen noch mit dazu. Das kann gar nicht so schnell abgearbeitet werden, wie die Beantragungen da laufen. Und mehr als 40% der gesamten Ölproduktion und etwa ein Viertel der weltweiten Warenexporte laufen auf der Ebene der heute bereits bestehenden BRICS-Staaten ab. Und bis 2028 wird das Bruttoinlandsprodukt der BRICS Mitgliedsländer 37% des globalen Bruttoinlandsprodukts in Kaufkraftparitäten ausmachen. Das ist auch ganz wichtig, denn wir haben hier ein Bruttoinlandsprodukt, das ist ja also quasi eine Bewertung, wie groß ist die Wirtschaft, eine Wirtschaftskraft. Da fallen sowohl rein Produktion, da fallen aber auch rein Konsum. Entweder, wir müssen ja zwischen Konsum und Investitionen unterscheiden. Investitionen sind ja nachhaltig. Die Produktion, Mehrwertschaffung, die Fabrikenproduktion und so weiter, die stehen gleichwertig mit Spekulationen, zum Beispiel an der Börse. Aber an der Börse wird einfach nur Geld aus Geld gemacht. Das ist also gar keine wirkliche Wirtschaft. Eigentlich müsste man aus meiner Sicht aus diesem Bruttoinlandsprodukt die reinen Geldorgien im Casino herausnehmen, damit man überhaupt erstmal einen Überblick hat, wie ist die Wirtschaft aufgebaut? Was dient den Menschen? Was schafft Mehrwert? Denn das ist ja letztendlich der Sinn der Wirtschaft. Sie soll Bedürfnisse von Menschen befriedigen. Also ein anderes Modell als jenes, das der Westen jetzt gerade erlebt. Andreas, die Themen, darüber würde ich noch ganz kurz mit dir sprechen, was die als Themen sich vorgenommen haben für diesen BRICS-Gipfel vom 22. bis 24. Oktober. Also man will besonderes Augenmerk legen auf die Intensivierung der Zusammenarbeit im Finanzbereich.
Das Finanzministerium und die russische Zentralbank erörtern mit den Vereinigungspartnern das Projekt einer BRICS-Finanzplattform, einer speziellen Clearing-Infrastruktur und einer BRICS-Rückversicherungsgesellschaft. Ihre Einführung, heißt es hier, wird es ermöglichen, den Handel in nationalen Währungen auszuweiten und die Kosten im gegenseitigen Handel zu senken. Also was wir hier haben, ist letztendlich ein Ausschleichen. Das ist kein Kampf gegen den Dollar und wir schießen ihn jetzt platt, sondern man schleicht sich aus. Man zieht so langsam die Energie aus dem Dollarsystem raus und baut eine Alternative auf, die mit einem gewissen Automatismus immer größer wird. Kein Land wie der Welt, China, Indien oder sonst wie, könnte sich leisten, den Dollar jetzt zu verlieren, weil sie zu viele Dollarreserven haben. Damit würden sie ihr eigenes Vermögen in den Sand setzen und dann wäre auch BRICS wieder passé. Wir dürfen nicht vergessen, dass da auch gewisse Gefahren sind. Und aus diesem Grunde lassen sie es ausschleichen. Ich möchte mal USA bezeichnen wie einen großen Zirkus in der Mitte mit einer großen Stange, die das gesamte Zelt oben hält. Und jetzt wird so von den BRICS-Staaten diese Stange aus der Mitte langsam herausgezogen, ganz langsam, und dann fällt das Ding ja nicht sofort zusammen, das Zelt, sondern da ist ja noch Luft drin, und dann fällt das Ding so pfluffig in sich zusammen, während man mit der Stange dann eben halt stiften geht. Und das ist dann die neue BRICS. Ja, und diese 10 BRICS-Länder, die wir gerade genannt haben, das ist ja nicht alles. Du hast es ja gerade gesagt, da wollen viele noch dabei sein, da laufen die Anträge. Auf jeden Fall wurden zu diesem Gipfel, der nächste Woche beginnt, an 38 Länder Einladungen geschickt und über 32, die Meldung ist jetzt schon ein paar Tage alt hier, also wahrscheinlich haben fast alle davon zugesagt. Davon heißt es, werden 24 auf höchstem Niveau vertreten sein und der Kreis der Teilnehmer kann noch erweitert werden. Also das heißt, mit anderen Worten, es scheinen die Staatsoberhäupter zu sein, die dorthin kommen. Schönes Bild. Also insgesamt haben außer diesen 10 Mitgliedstaaten weitere 34 ihr Interesse an BRICS bekundet, entweder als Vollmitglied oder in einer anderen Form der Zusammenarbeit. Du lachst. Ja, 34, man sagt das mal so, das sind 15% aller Staaten der Welt. 15%, über 15%. Wir haben ungefähr 200 Staaten und 34 im Prinzip sagen jetzt, wir wollen jetzt noch zusätzlich rein in die BRICS. Man merkt, dass es sich hier wirklich um eine große Dimension handelt und ich bin sicher, wie gesagt, dass in USA eine Krisensitzung nach der anderen läuft. Ja, aber Sleepy Joe ist derzeit in Berlin, also der macht sich da schön. Gut, nun muss man natürlich wissen, dass im Rahmen des Finanzsystems der Präsident wohl am wenigsten dazu sagen und zu melden hat. Das ist ganz klar, das machen ja die Mächtigen oberhalb der Politik. So, wir kommen zum nächsten Thema. Tja, Andreas, das heißt, die Tradwives, die traditionellen Hausfrauen, scheinen sich zurückzubesinnen, beziehungsweise junge Leute scheinen sich auf diesen Familienkern zurückzubesinnen. Ja, ich finde das ein unglaublich interessantes Phänomen. Und jetzt muss ich eigentlich da ein Thema mit reinbringen, was eigentlich mehr immer aus deiner Richtung kommt. Das ist nämlich die geistige Komponente aus den Gesetzen der Natur. Wir haben hier wieder, ich will mal sagen, ein Indiz dafür, dass es eben halt eine Reinkarnation gibt. Wir sind ja davon überzeugt, aber viele glauben das ja nicht. Wobei eigentlich das meiste dafür spricht, dass es das gibt. Auch wenn Menschen fragen, kannst du beweisen, dass man schon mal da war oder wiedergeboren wird? Die Frage ist falsch gestellt. Kannst du beweisen, dass du nicht wiedergeboren wirst? Das ist die eigentlich richtige Frage. Und ich glaube, wir haben zwar nur ein Leben, aber wir haben ganz viele Erdengänge. Und wir kommen irgendwann in ein neues. Und oder kamen eben halt auch aus anderen Leben. Und da haben wir vielleicht 500 Inkarnationen erlebt und die haben unsere Seele geprägt. Und die Seele wandert wieder von einem Körper in den anderen. Die Erinnerungen auf der sachlichen Ebene, die bauen sich jedes Mal wieder neu auf. Aber die alten Erinnerungen aus der Empfindung heraus, die nimmt man aus seinen bisherigen Leben mit. Und wir haben ja etwas eine abgeschwächte Situation, wie wir sie kennen, in sozialistischen Systemen. Man versucht, die Menschen abzurichten. Das haben wir in der DDR
DDR gehabt, nicht ganz so stark in der Sowjetunion, im Dritten Reich. Das sind ja alles die sozialistischen Systeme. Und wir haben momentan wieder eine Struktur dazu, die Menschen abzurichten. Aber die Seele erinnert sich und die rebelliert. Und das Gewissen, also das Wissen über die Gesetze, klopft von innen an die Stirn an und sagt, halt, hier läuft was falsch. So kann ich das hier am besten erklären.